als ein Juwel deutscher Ingenieurskunst. Und für diejenigen, die sie damals erdacht, geplant und geschaffen haben, ist sie Deutschlands schönste Autobahn. Und zugegeben, auch für andere Nutzer des deutschen Autobahnnetzes ist sie ein echter Hingucker. Mal vom sinnvollen Nutzen abgesehen. Denn verbindet sie doch Thüringen mit Bayern und hat nach der Wende Menschen und Träume zusammengeführt und wirtschaftlichen Aufschwung in der Region den Weg bereitet. Wir sind auf der A71. Oder besser gesagt, wir sind auf der Thüringer Waldautobahn. Herzlich willkommen bei einem außergewöhnlichen Roadtrip, der damals, kurz nach der Wende, auf die Straße geschickt wurde. Ja, damals. Das Abenteuer Waldautobahn hat bereits kurz nach der Wende Gestalt angenommen. Kommen Sie mit. Wir nehmen Sie ein Stück mit über 220 Kilometer Innovationen, verrückter Einfälle, beispiellosen Konstruktionen und Organisation eines Mammutprojektes und dem Zusammenwachsen nachhaltiger Verkehrskonzepte und richtungsweisender Maßnahmen für den Umweltschutz. Bevor wir starten, machen wir noch einen kleinen Abstecher zur Ausfahrt 89, Rückblick Wende. Nur ganz kurz, versprochen. Mit dem Fall der Mauer kam Reisefreiheit, kam deutlich höheres Verkehrsaufkommen. Mit der Wende kam auch mehr Europa, mehr Transit, mehr Menschen, mehr Möglichkeiten. Aber auch die dringende Notwendigkeit, den unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen sinnvolle und langfristig nachhaltige Projekte auf die Straße zu bringen. Und das bitte aber ganz schnell. Eines dieser Projekte, die zu Beginn der 90er Jahre unter der romantischen Kennung Verkehrsprojekte Deutscher Einheit, kurz VDE Nummer 16, umgesetzt wurden, ist der komplette Neubau einer vierstreifigen Autobahn in Thüringen und Bayern. Mitten durch den Thüringer Wald. Da schütteln sie erst mal den Kopf. Sag, wie soll das gehen? Wie soll dann hier eine Autobahn reinkommen? Sie ist da. Die Herausforderung bei dieser Strecke ist natürlich der Wald an sich. Der Wald an sich ist ja ein geschlossenes Gebiet. Hier eine Schneise reinzuschlagen für Autobahn war bei vielen Leuten sehr, sagen wir mal, verpönt oder sehr zweifelhaft. Und man musste hier schon zeigen, dass es möglich ist, eine Aufeinanderfolge von Tunnel und Brücken, die es so eigentlich kaum wieder gibt. Und das umzusetzen, brauchte natürlich entsprechende Technik. Aber überhaupt die Voraussetzung zu schaffen, dass eben dieses Projekt doch vergleichsweise zügig realisiert werden konnte, das hat für mich eine Herausforderung bedeutet. Das Projekt hat hohe ökologische Anforderungen. Wir wollten eigentlich das Umlegen in die Begründung, ist ein Projekt geworden mit einer ökologischen Vorbildwirkung. Das heißt, wir wollten beweisen, dass der Konflikt in einer mustergültigen Form zwischen Mensch und Natur gelöst werden kann. Einfach klingt anders. Egal ob Zeitfaktor, Umweltschutz, Organisation und technologische Anforderungen. Das Projekt Thüringer Waldautobahn ist bis heute eines der spannendsten Bauprojekte der Bundesrepublik. Eine Großbaustelle, die sich durch den gesamten Thüringer Wald schlängelt und dabei die Umwelt mitdenkt. Eine Aufgabe für viele Köpfe unterschiedlichster Institutionen. Mein Name ist Gerhard Wahl. Ich bin hier in Zellamelis geboren. Das ist also sehr interessant für dieses ganze Projekt hier. Deshalb kenne ich es relativ gut. Und ich bin seit 2000 in diesem Projekt beteiligt. Erst bei der DEGIS und dann beim Landesamt für Bau und Verkehr. Mein Name ist Hartmut Walter. Ich bin Mitarbeiter der Landesstraßenbauverwaltung gewesen. Das heißt in der ersten Phase Autobahnamt. In der zweiten Phase Landesamt für Bau und Verkehr. Und wir waren die Abteilung Autobahn, die also für sämtliche Autobahnen im Lande Thüringen zuständig war. Mein Name ist Fritz Tscharks. Ich wohne in Aschaffenburg und bin vom Beruf Bauingenieur. Und seit 1990 bis 2020 war ich Niederlassungsleiter der Firma Hörnig. Mein Name ist Jürgen Dechand. Ich bin Diplom-Ingenieur, Diplom-Bauingenieur und bin als Projektleiter hier eingestiegen. Mein Name ist Gerhard Bössling. Ich bin Diplom-Ingenieur, war früher Angestellter bei der DEGIS. Und mein Bezug zur Thüringer Waldautobahn hat sich ergeben, als nach der Wende die Verkehrsprojekte Deutscher Einheit beschlossen wurden und parallel dazu eben auch eine neue Organisationsform
für die Planung und die Realisierung, die bauliche Realisierung dieses Projektes gegründet wurde. Mein Name ist Dieter Engel. Ich war im Zuge der Verkehrszweck Deutsche Einheit Bauoberleiter, insbesondere für das Objekt Thüringer Waldautobahn. Und zwar im Zeitraum von 1997 bis 2006. Bevor wir richtig einsteigen und uns auf den Weg machen können, werfen wir einen Blick auf Zahlen und Fakten. Die Thüringer Waldautobahn ist Teil von insgesamt 17 Verkehrsprojekten, die nach der Wiedervereinigung auf die Straße gebracht wurden. Alles wichtige Mobilitätskonzepte für Wasser- und Schienenwege sowie Autobahnverbindungen. Die Thüringer Waldautobahn ist Teil des VDE Nummer 16 und Teilstrecke der A71 und quert zwischen den Anschlussstellen Arnstadt Süd und Meiningen Nord auf 57,3 Kilometer Länge den Thüringer Wald. Daher der Name. Geplant wurde ab Sommer 1991. Los ging's dann 1995 und bis alles befahrbar war, vergingen rund 10 Jahre. Oben auf, kann man sagen. Denn die höchste Stelle der Strecke liegt auf 670 Metern Höhe, die niedrigste bei ca. 300 Metern. Außergewöhnlich ist die Anzahl von Brücken und Tunneln. Allein 15 Großbrücken. Addiert man die Länge, kommt man auf 7187 Meter. Dazu kommen 5 Straßentunnel mit einer beachtlichen Gesamtlänge von 13.051 Metern. Mehr als 20 Kilometer Großbauwerke. Also rund ein Drittel der Gesamtstrecke sind architektonische Kunstbauten. Beteiligt waren zwischen 20.000 und 30.000 Menschen der unterschiedlichsten Gewerke. Insgesamt mehr als 2.000 Firmen waren Teil des Projektes. Sie alle haben auf ihre Art geschätzte 10 Milliarden Kubikmeter Erde bewegt. Kosten der Thüringer Waldautobahn ca. 840 Millionen gut investierte Euro. Treffpunkt längster Tunnel Deutschlands. Ein Klassentreffen. Ehemalige Kollegen vereint im Schaffen für die Thüringer Waldautobahn. Teilweise Freunde, gute alte Bekannte auf jeden Fall. Hier am Rennsteigtunnel werden viele Erinnerungen wach. Die knapp 8000 Meter Tunnel bilden das Herzstück der Tunnelkette mit insgesamt 5 Tunneln durch den Wald. Der Rennsteigtunnel selbst gilt als Masterclass des Bauingenieurwesens. Bauzeit 57 intensive Monate. Kosten 200 Millionen Euro. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier draußen aus dem Zuluftbauwerk rausgegangen und hier oben sieht man hinter den Bäumen die Zacken von dem Abluftkamin. Warum der Zacken hat, verstehe ich jetzt, habe ich früher nicht verstanden, aber man merkt, er fügt sich gut in den Wald rein, das soll so ein bisschen die Nadelbäume symbolisieren. Und man merkt also auch, wie gut der sich in die ganze Landschaft hier einpasst, dieser Abluftkamin. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, dass hier am Tage 25.000 LKWs durchrauschen. Wir hören nichts, nicht ein einziges Geräusch, wir hören die Vögel zwitschern, keine Belastung, alles grün, frisch, ökologisch, einfach einmalig, eine sehr gute Planung und ein gutes Vorgehen ist es gewesen, den Tunnel so zu konzipieren und zu bauen. Schaut man sich die Landschaft genauer an, so wird einem schnell klar, dass man zum einen sehr viel, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, überbrücken muss. Und zum anderen mit dem Kopf durch den Berg. Und das mehrfach. Immer wieder. Immer mehr Erde. Immer mehr logistische Herausforderungen. Wir haben damals 3 Tunnel aktiv gehabt. Den Tunnel Rennsteig, Tunnel Hochwald und Tunnel Bergbock. Die waren zeitlich relativ etwas versetzt, einer nach dem anderen. Der Tunnel Rennsteig hat am längsten gedauert. Und es mussten dann in dem Zeitraum parallel die Planung fertig gemacht werden, die Ausschreibung musste betreut werden, es mussten dann die Firmen gefunden werden, die Bauverträge gemacht werden, dann die ganzen Randprojekte, noch Telekom, Wasser, die Elektrizität musste organisiert werden. Also da sind viele Sachen gleichzeitig gelaufen. Und dort braucht man wirklich ein eingespieltes Team, dann auch an Ingenieurbüros, die einen begleiten. Wir haben dann Bauberatung gehabt mit teilweise 20 Gewerken gleichzeitig. Aber bevor die überhaupt loslegen können, müssen erst einmal Massen von Erde und Gestein bewegt werden. Die Achillessehne von der ganzen technologischen Vorgehensweise war der Erdbau. Und deswegen mussten auch in Bereichen, wo wir Fels angefunden haben, mussten Lockerungssprengungen durchgeführt werden. Und diese Lockerungssprengungen waren sehr aufwendig, wo wir teilweise bis zu 20.000 Kubikmeter am Tag gefördert haben, lösen, transportieren, wieder einbauen. Wir haben zwischen Suhl und Schleusing insgesamt 5 Millionen Kubikmeter Erdstoff bewegt.
Das ist also eine Größenordnung, die war bis dato auch nicht bekannt. Und das hat uns schon bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit gebracht. Stellen Sie sich bitte kurz einen alltagstauglichen Müllcontainer vor. Genau den, danke. Davon 20.000 am Tag. Kubikmeter hier, Kubikmeter da. Wohin damit? Zeit für ein paar wegweisende Lösungen und Innovationen. Schließlich wird auf der ganzen Strecke gebaut. Wenn es hakt, benötigt man schnell neue Lösungen. Kurz, Tunnel und Brückenbau müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Wir haben bei der Wilden Gera eine terminliche Überfahrung zugesichert bekommen zum 31.12.1999. Die Wilde Gera, eine Bogenbrücke, die damals größte oder höchste Bogenbrücke überhaupt in Deutschland, war aber zu diesem Termin leider nicht überfahrbar. Und jetzt galt es am Nordportal Rennsteig, dort wo der Tunnel vortrieb, tatsächlich nicht zum Stehen kommen durfte, waren aber weiterhin Tunnelausbruchmassen in entsprechender Größenordnung tagtäglich zu bewältigen. Man sprach am Tag von 3.000 bis 4.000 Kubikmetern. Und in diesem Falle hat man dann gemeinsam mit dem Auftraggebervertreter eine Lösung gefunden, dass wir diese Mengen unweit der Trasse endgültig deponieren konnten. Und auf dieser Lösung kann man sich heute bestens ausruhen. Sie trägt den Namen Raststätte Thüringer Wald. Das ganze Vorhaben konnte in der knappen Zeit und mit den vorhandenen Mitteln nur umgesetzt werden, weil die Beteiligten von Beginn an neue Wege denken mussten und wollten. Um die vielfältigen Herausforderungen zu meistern, war vor allem eines nötig: der Mut zur Innovation. Mut ist sehr wichtig. Also wir haben gerade bei den Ingenieurbauwerken, bei den großen Brücken, das mehrfach bewiesen. Ich selber bin nun kein Brückenplaner, aber ich habe natürlich die einzelnen Phasen, wenn Innovationen durchgesetzt werden sollten, sehr aktiv, sehr intensiv miterlebt. Ohne Innovation können solche Bauwerke nicht erstellen. Sie brauchen Ideen und Innovationen für die Herstellung, die natürlich auch wirtschaftlich sein muss. Zum Beispiel die Talbrücke Zahme Gera. Das Besondere an den Y-Pfeilern ist, dass es keine normalen Stützpfeiler sind, sondern durch die besondere Form höhere Stützlasten ermöglicht und somit weniger Pfeiler benötigt werden. Also weniger Eingriff in die Natur, weniger Materialverbrauch. Zudem wurde die Bauweise dadurch erheblich vereinfacht. Keine aufwendigen Einrüstungen, Zeitersparnisse und, ja, eine subjektive Wahrnehmung, eine sehr ästhetische Lösung, die sich gut in die Landschaft integriert hat. Ich hatte eben schon angesprochen, dass oftmals die Vorschriften zunächst dagegen standen. Ich kann mich an einen Fall einer Talbrücke, wo wir eine bestimmte Vorbauweise präferierten, wir erst den zuständigen Referenten des Bundesverkehrsministeriums nach Frankreich ausführen mussten, weil dort solche Brücken bereits gebaut worden sind und existierten. Und erst nachdem er sich vor Ort dort überzeugt hatte, durften wir dann auch dieses Projekt als innovatives hier in Deutschland bei der Thüringer Waldautobahn umsetzen. Und im Nachhinein sind dann sogar die entsprechenden Vorschriften angepasst worden, dass künftig solche Bauweisen auch zulässig wurden. Innovation war natürlich ein Stichwort, sowohl im Brückenbau, mit der neuen Ära im Brückenbau, als auch natürlich im Asphaltbau. Im Asphaltbau haben wir die Qualitätsparameter sehr hoch angesetzt. Erstmalig wurden Fertiger mit der Großpole eingesetzt. Das heißt, wir haben über die ganze Fahrbahn den Asphalt eingebaut. Das Ergebnis, die Mittelnaht, die Längsnaht konnte entfallen. Das war ja immer im Vorfeld der erste Schwachpunkt, wo sich Schäden gezeigt haben. Innovationen sind wichtig, weil auch gerade jetzt im Bereich Tunnelbetriebstechnik gibt es sehr viel Innovation, Neuerungen. Gerade das Thema neue Beleuchtung, LED-Beleuchtung spielt im Tunnel, hat bei uns eine große Rolle gespielt. Da waren wir in Deutschland die Führenden gewesen, die Ersten, die einen Tunnel mit LED-Leuchten ausgerüstet hatten. Die ganze Maßnahme hatte von vornherein hohe Anforderungen an den Naturschutz gestellt. Der Konflikt zwischen Mensch und Natur war hier in besonderer Form zu beachten. Ist es möglich, ein Verkehrsprojekt, so war die Fragestellung, in dieser Form zu lösen und diesen Konflikt zwischen Mensch und Natur in eine richtige Bahn zu bringen? Zum anderen haben wir auch Wildbrücken gebaut. Zwei Wildbrücken wurden im Zuge der Thüringer Waldautobahn errichtet. Neben verschiedenen Wilddurchlässen waren diese Wildbrücken entscheidend, um eine sichere Querung
insbesondere vom Rotwild, für die Autobahn zu organisieren. Und natürlich ein umfangreiches System von Wildschutzzäunen. Da haben wir mehrere hundert Kilometer Wildschutzzäune gebaut, um ein Eindringen vom Großwild in den Verkehrsraum zu vermeiden. Man kann wirklich heute mit Fug und Recht sagen, die Natur ist zurückgekehrt. Über sieben Brücken haben Karat gesungen. Hier sind es deutlich mehr Brücken, die verbinden. In dem Fall eine ganze Region mit dem Süden und dem Westen. Dabei immer wieder neue Ansätze und Überlegungen, die Mobilität und Bewegungsfreiheit der Bewohner erheblich zu verbessern und der Region wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen. Brücken verbinden Menschen und Ideen. Und die Brückenbauer sind sogar nach vielen Jahren immer noch im Herzen dabei. Wenn man die Situation noch ohne Autobahn kennt, dann weiß man, dass die Verkehrsbeziehungen relativ schwierig hier im Südthüringer Raum zu bewältigen waren. Und deswegen war es naheliegend, dieses Autobahnprojekt sehr frühzeitig zu planen, auch um eben die Verknüpfung mit dem bundesweiten Autobahnnetz herzustellen. Und last not least natürlich auch, um einheitliche Lebensbedingungen in vielen Teilen unserer Republik zu erreichen. Wir haben in den Ortslagen eine Reduzierung des Schwerverkehrs erreichen können von 80%. Und die Gesamtverkehrsmengen sind reduziert worden bis zu 60%. Das ist also ein Ergebnis, wo wieder ein Leben in den Ortslagen zustande gekommen ist. Ich konnte wieder bestimmte Erholungseffekte geltend machen. Das war vorher bei den enormen Belastungen durch den Verkehr in den Orten katastrophal. Das war das Leben, die Erholung, Spazierengehen, das war alles nicht mehr möglich. Die Autobahn hat diesen Ausgleich geschaffen. Und deswegen sind wir auch mit dem Ergebnis so gut zurechtgekommen. Die Leute haben das am Ende alle befürwortet. Ich denke, die Bedeutung liegt wirklich im Transitverkehr, dass es eine Entlastung ist, auch für die A9 und für die A7, die parallel laufen. Die Anbindung an Bayern ist natürlich ein Geschenk für viele, schnelle, kurze Wege. Und auch die Leute aus der Region haben nun eine Gelegenheit, relativ schnell auch andere Orte zu erreichen, was ja früher über die Bundesstraße sehr aufwendig gewesen ist, gerade auch im Winter über den Tunnel Rentsch, also über den Thüringer Wald zu fahren, ist nun wesentlich verbessert worden durch die Querung über den Tunnel. Also von der Seite her vor allen Dingen verkürzte Reisezeiten und bessere Anbindung. Und dadurch, dass der Rennsteigtunnel jetzt die unmittelbare Verbindung dann zwischen Thüringen und Bayern darstellt, ist für die Bewohner, für die Bevölkerung letztendlich Bayern näher noch mit Thüringen zusammengerückt. Ich habe beim Herkommen festgestellt, dass sie gut angenommen ist. Der Verkehr ist drauf und das ist eigentlich die Bestätigung, dass diese Autobahn auch gebraucht wurde. Die Thüringer Waldautobahn. Seinerzeit ein Glanzstück deutscher Ingenieurskunst. Ein Vorzeigeprojekt für die Vereinbarkeit von Mensch und Natur. Und heute, 20 Jahre später? Wir haben drei Menschen getroffen, deren Arbeitsalltag die Thüringer Waldautobahn ist. Mein Name ist Andreas Tränke. Ich bin Direktor der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH. Innerhalb der Niederlassung Ost betreuen wir das Autobahnnetz der Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Als Direktor der Niederlassung leite ich die Außenstellen in Dresden für Sachsen, in Erfurt für Thüringen und in Magdeburg für Sachsen-Anhalt. Ich bin für strategische Ziele auf Niederlassungsebene zuständig und stimme mich eng mit der Zentrale ab. Ich bin Virginia Bratin, Projektingenieurin für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an der Außenstelle Erfurt, Niederlassung Ost der Autobahn GmbH. Wir sind in der Außenstelle 5 Naturschutzleute, sage ich jetzt mal so, die sich wirklich mit dem Thema Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beschäftigen, die dafür sorgen, dass die Maßnahmen, die im Zuge des Autobahnbaus entstanden sind, unterhalten werden, gepflegt werden und auch zum Beispiel von Pächtern gut unterhalten werden. Mein Name ist Steffen Meyer. Ich leite hier an der Außenstelle Erfurt Autobahn GmbH den Geschäftsbereich Tunnel und Telematik. Bin mittlerweile seit 23 Jahren dabei und habe hier eigentlich auch die ganze Kammquerung Thüringer Wald damals auch mit aufgebaut. Mobilität und Gesellschaft haben sich in den letzten 20 Jahren gewandelt. Und das betrifft natürlich ebenso die Entwicklung und Umsetzung der Bauprojekte der Autobahn GmbH. Inwiefern kann die Thüringer Waldautobahn den heutigen Maßstäben noch gerecht werden? Der Rennsteigtunnel ist nach wie vor
ein herausragendes Ingenieurbauwerk und die gesamte Lösung mit der Einbettung in diese Tunnelkette, Kammquerung, ist eigentlich nach wie vor beispielhaft. Die Grünbrücken an der Thüringer Waldautobahn haben auf alle Fälle eine Vorbildfunktion, denn wir haben durch die Kamera auch viel gemerkt, dass diese angenommen werden und heutzutage werden die einfach noch viel mehr eingesetzt an FFH-Gebieten oder Naturschutzgebieten, um diesen Biotopverbund halt wirklich noch mehr umzusetzen und um mehr Arten die Möglichkeit zu geben, sich zu reproduzieren, wieder zu vernetzen. Es gibt eine Sache, die wir heute anders planen würden. Und zwar ist es so, dass man von vornherein beachten muss, dass nach spätestens 20 Jahren der Tunnel mal grundlegend sanierungsbedürftig ist. Und für diesen Zustand muss ich natürlich auch ein Verkehrskonzept haben. Ich muss dafür von vornherein einen Plan haben und auch bauliche Vorkehrungen. Das ist in dieser Form hier damals nicht so vorgesehen worden. Und es ist schon relativ aufwendig, jetzt eine Röhre im bauzeitlichen Gegenverkehr zu führen. Wir würden heute auf alle Fälle anders machen, dass die Grünbrücken keine Wege mehr haben. Denn durch diese Wege ist dieser Biotopverbund etwas gestört. Und die Tiere nutzen es zwar, aber meistens nachts. Und diese Wege auf der Grünbrücke, die sollten einfach nicht mehr umgesetzt werden. Es gibt nach wie vor noch viele Lösungen, die auch für heutige Tunnelprojekte beispielhaft sind. Das ist natürlich diese grundsätzliche Lösung, dass ich zwei Röhren habe pro Tunnel. Das heißt, ich habe pro Fahrtrichtung eine Röhre, keinen Gegenverkehr. Beide Röhren sind miteinander in regelmäßigen Abständen verbunden. Und so habe ich eine Röhre im Ernstfall als Rettungsröhre immer zur Verfügung. Und dann das ganze Thema übergreifende Verkehrssteuerung, übergreifende Prozessleittechnik, dass wir das hier alles aus einem Guss haben, das ist nach wie vor beispielhaft. Das Gleiche gilt für das ganze Thema Alarmgefahrenabwehrplanung. Das heißt, passiert was im Tunnel, ist genau festgelegt, welche Kräfte, welche Feuerwehr, welche Polizei mit welchen Mitteln hier anrückt. Das wurde damals auch relativ groß und gründlich aufgezogen. Im Vergleich der Projektumsetzung zur damaligen Zeit und unter den heutigen Voraussetzungen muss man klar resümieren, die Thüringer Waldquerung wird uns heute viel, viel teurer kommen. Wir würden eine viel längere Bauzeit vermutlich erreichen. Die Genehmigungsfristen würden viel, viel länger dauern. Und am Ende hätten wir wahrscheinlich viel mehr naturschutzrechtliche Fragen zu beantworten als letztendlich in der damaligen Zeit. Wie werden wir uns morgen durch unser Land bewegen? Wie erhalten wir unser jetziges hohes Niveau? Und wie können wir neue Technologien noch besser nutzen, um die kommenden Herausforderungen zu meistern? Und was erwartet die nächste Generation kluger Köpfe, wenn es um vielfältige Chancen und Herausforderungen rund um unsere Weiterentwicklung der Mobilität von morgen geht? Solche umfassenden, komplexen Maßnahmen wie die Thüringer Waldautobahn werden natürlich jetzt in naher Zukunft nicht mehr bei uns auf der Agenda stehen. Ja, also der Tunnel altert natürlich auch. Das gilt sowohl fürs Bauwerk als auch für die ganze Technik. Das heißt, jetzt nach 20 Jahren ist der Rennsteigtunnel definitiv fällig, dass die ganze Technik mal rauskommt. Die ganze Technik muss neu, die gesamte Tunnelinnenschale muss raus, die Notgehwege, die Fahrbahn, alles muss eigentlich neu gemacht werden. Und das alles unter laufendem Verkehr zu bewerkstelligen, unter Aufrechterhaltung des Autobahnverkehrs, ist definitiv eine ganz spannende und auch sehr dankbare und interessante Aufgabe für zukünftige Ingenieursgenerationen. Durch die Gründung der Autobahn GmbH haben wir, denke ich mal, bessere Chancen, gerade die Themen der Mobilitätswende zu bewältigen. Wir sehen das Netz nicht isoliert auf Länderebene, sondern großräumig in ganz Deutschland. Das heißt, hier können wir netzsteuernd, netzlenkend eingreifen, können Verkehrsströme lenken und können so die Kapazität unseres Netzes erweitern und optimieren. In den letzten Jahren hat sich in Deutschland außerdem geändert, dass die Bundesländer nicht mehr sozusagen ihr eigenes Süppchen kochen können. Denn gerade zum Bau der Thüringer Waldautobahn gab es noch die Eingriffsregelungen in Thüringen, also Bilanzierungsmodell in Thüringen und sowas bei den anderen Bundesländern auch. Seit 2020 gibt es jetzt diese Bundeskompensationsverordnung und somit ist das Wertesystem in ganz Deutschland gleich. Jedes Biotop hat somit in jedem Bundesland die gleiche Wertigkeit und es wird gleich ausgeglichen in ganz Deutschland. Durch die geänderten Gesetzlichkeiten wird natürlich der Fokus immer mehr in Richtung Ökologie akzentiert werden. Das heißt, wir müssen uns mehr Gedanken machen, wie können wir das
Projekt auch ökologisch abbilden. Es ist jetzt schon so, dass wir einen größten Teil der Projektkosten nicht in die Trasse investieren, sondern in trassenferne Maßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, um zu kompensieren. Eigentlich ist dieses gesamte Regel- und Vorschriftenwerk über die letzten 20 Jahre immer mehr verschärft worden. Also so wie ich Tunnel vor 20 Jahren gebaut habe, darf ich sie heute nicht mehr bauen. Ich muss von vornherein schauen, welche Risiken birgt der Tunnel. Wie gehe ich auch mit neuen Themen wie zum Beispiel Elektromobilität um? Auch das muss ich planerisch berücksichtigen, zumindest in der Gefahrenabwehrplanung. Elektromobilität bietet uns einen Vorteil. Und zwar ist es ja so, ich habe keine Emissionen, keine Schadstoffe im Tunnel, aber dafür wird eine relativ große Brandlast in den Tunnel eingetragen. Und um sowas auch zu bewerkstelligen, von der Brandfrüherkennung und insbesondere auch in der Brandbekämpfung, sind eben in der Zukunft auch neue Lösungen gefragt. Ich selber bin Fan der neuen Antriebe, muss ich ehrlich sagen. Wir sind bereits bei der Autobahn GmbH dabei, unseren Fuhrpark umzustellen. Auch im weißen Fuhrpark, unsere Dienstfahrzeuge, haben wir zu über 50% alternative Antriebe, das heißt Hybridmotoren oder Elektromotoren, und nutzen diese auch rege. Natürlich muss man hier die Infrastruktur, Ladeinfrastrukturen auch ziehen. Das heißt, wir müssen unsere Immobilien selber mit Ladeinfrastruktur ausrüsten, schrittweise. Und wir werden auch in den nächsten Schritten unsere Parkplätze an den Autobahnen mit Schnellladeinfrastruktur ausrüsten, um gerade auch den Individualverkehr, die Fahrt mit Elektrofahrzeugen auf der Autobahn zu ermöglichen. Also unser Aufgabengebiet im Naturschutz ist sehr, sehr vielfältig. Wir sind viel draußen unterwegs. Wir sorgen dafür, dass die Autobahn existieren kann, indem wir dafür sorgen, dass Arten trotzdem weiter existieren können und sich reproduzieren können, wenn auch an anderer Stelle. Unsere Aufgabe wird sein, nicht nur Infrastruktur bereitzustellen, sondern auch die Verkehre zu lenken. Der Verkehrsraum ist beschränkt, die Verkehre werden weiter steigen. Das heißt, wir werden telematisch eingreifen müssen, um Verkehre zu lenken. Das heißt, von stark belasteten Strecken auf niedrigere belastete Strecken parallel auszuweichen. Über die aktive Verkehrsbeeinflussung haben wir entsprechende Anlagen, um hier verkehrslenkend einzugreifen. Das sind viele komplexe Geschichten und Vorgänge, die vor allem eines zeigen. Die Autobahn GmbH wird auch in Zukunft ein wichtiger Player in der Entwicklung unseres Landes sein. Auf der Straße, genauso wie in unseren Köpfen und unseren Handlungen, wenn es darum geht, zu gestalten und sich weiterzuentwickeln. Also es gibt keine Ausbildung oder auch kein Studium, die zum Schluss das Prädikat Tunnelexperte verleiht. Sondern das ist eigentlich immer ein Werdegang. Ich selber habe hier eigentlich bei der Autobahn angefangen als Ingenieur zur Parametrierung von Verkehrsleitsystemen, bin dann eigentlich über verschiedene Stationen habe ich mich immer mehr in Richtung Tunnel entwickelt, habe dann auch nochmal zusätzlich studiert. Aber wichtig ist, auch so ein Tunnelexperte muss über den Tellerrand schauen. Also wir sind im Tunnel interdisziplinär unterwegs. Es gibt die Bauingenieure, es gibt die Maschinenbauer und es gibt die Elektroingenieure und alle müssen dort miteinander zusammenarbeiten. Das heißt, man kommt maximal aus einer von den drei Fachrichtungen und muss dann immer eigentlich lebenslang bereit sein, dort auch dazu zu lernen. Also auch ich als sogenannter Tunnelexperte lerne heute noch dazu. Wenn ich mich zurückerinnere zu meinen Studienzeiten, dort haben wir tatsächlich noch mit Papier und Stift gearbeitet und gezeichnet. Da wird sich natürlich die nächste Generation unserer Ingenieure anders einstellen müssen. Wir sind in der Digitalisierung angekommen, dort wo wir damals noch Pläne hängen hatten und mit Planunterlagen gearbeitet haben, händisch, haben wir natürlich heute digitale Unterlagen. Das heißt, ich habe mittlerweile einen Arbeitsplatz mit mehreren Monitoren, wo ich mir die Planwelt digital anschaue und natürlich mehr Möglichkeiten habe. Ich kann durch Layer-Ansicht mir zum Beispiel kreuzende Leitungen anschauen und kann viel plastischer das Projekt betreuen. Bei den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist es so, dass diese Maßnahmen nicht allein durch mich selbst umgesetzt werden oder ich selbst das entscheide. Ich frage ganz oft zum Beispiel Naturschutzbehörden oder Wasserbehörden. Oder die Maßnahmen befinden sich in der Nähe eines Ortes und da gibt es, Beobachter auch, die gerne Tiere beobachten, wenn sie draußen spazieren gehen oder sich damit auch einfach auseinandersetzen und somit in der Gemeinde oder auch in anderen Naturschutzverbänden bekannt sind und die man einfach fragen kann, ja, ich habe jetzt bei der und der Ersatzmaßnahme das Problem, dass wie kann ich das eventuell verbessern, was kann ich tun? Also habe ich auch viel mit irgendwelchen Naturschutzbeauftragten zu tun.
interessant, also wichtige Argumente für eine Tätigkeit bei der Autobahn GmbH. Fällt mir zuerst ein, interessant, abwechslungsreich, spannend. Kein Tag ist wie der andere. Jeden Tag bringt neue Herausforderungen. Dann gibt es eigentlich ein sehr gutes Betriebsklima, ein konstruktives Miteinander und zum Schluss letztendlich auch eine gute Bezahlung. Die Autobahn GmbH ist ein attraktiver Arbeitgeber. Dann sind wir natürlich ein Konglomerat von Aufgaben. Wir haben verschiedenste Ingenieurberufe vereint bei uns. Wir haben Techniker, die bei uns ihre Ausbildung machen. Und wir können von der Planung über den Bau bis zum Betrieb alle Betriebs- und Berufszweige abbilden. Bei der Autobahn GmbH hat man tolle Projekte, ein tolles Team, das immer hilfsbereit und kompetent zur Seite steht. Es gibt eine super Work-Life-Balance. Und ja, es waren doch schon drei. Thank you.